Willkommen zu einem neuen legendär psychologischen Horror-Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Geschichte von Alan Wake 2. Wenn ihr da draußen Alan Wake 2 auch für euch haben wollt, Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, denn das Ganze ist auch eine kleine Produktplatzierung. Alan Wake gibt es nämlich für die PlayStation 5, für die Xbox und für den PC auf Epic. Und wer das Ganze vorbestellt, der bekommt auch ein paar coole digitale Vorbestellerinhalte. Also checkt mal den Link in der Beschreibung ab, um mich ein wenig zu unterstützen. Wir starten jetzt mit einem neuen Spiel. Wenn ihr mich supporten wollt, bewerten und kommentieren. Denn natürlich könnt ihr da draußen mit eurem Support dafür sorgen, dass hier kräftig Alan Wake-Folgen auf dem Kanal rausgehauen werden. Auf geht's! Wieder am Anfang. Wir alle haben Hoffnungen und Erwartungen an eine Geschichte und suchen Antworten. Manchmal wäre es besser, mit dieser Hoffnung zu leben, als die ganze Geschichte zu kennen. Es gibt nur Opfer und Monster in einer Horrorgeschichte. Beides ist nicht erstrebenswert. Doch in diesem Genre kommt niemand unversehrt davon. Ich habe mir die Geschichte anders vorgestellt. Diese Geschichte wird uns verschlingen. Die Geschichte ist ein Monster. Und Monster haben viele Gesichter. Das ist schon mal ein echt extrem geiler Einstieg. Die Optik ist unglaublich gut von Alan Wake 2. Alan Wake 1 habe ich natürlich gespielt, war aber vor meiner großen Let's Play-Zeit. Dementsprechend habe ich das damals zum Release im Jahr 2010 nur privat und nur ein einziges Mal durchgespielt. Auch alle DLCs. Ich habe mir damals nämlich alle Gamerscores in dem Spiel erspielt. Und ich habe gehört, man muss Alan Wake 1 nicht kennen, um Alan Wake 2 zu verstehen, aber ich denke, es ist trotzdem von großem Vorteil, wenn man die Story kennt und sich vielleicht... Bitte, Hilfe! Hörst du mich? Wow. Was stimmt nicht mit ihm? Komm, wir sollten gehen. Schon weg! Man sollte vielleicht sich einfach nochmal so ein Story... Recap auf YouTube reinziehen, damit man einfach so die ganzen Zusammenhänge versteht. Das sind ja tolle Menschen, die sehen einen nackten, humpelnden Mann mitten im dunklen Wald und sagen, ja, lass dir mal da unten. Passt schon. Dem geht's gut. Der wird sich schon irgendwie zurechtfinden. Hallo? Oh Gott! Okay, schreckliche Vision. Geflüster in den Wäldern. Muss ich mir Sorgen machen? Definitiv. Hallo, irgendjemand? Da vorne ist eine Hütte. Dunkelheit im Inneren. Aber die Hütte sieht ziemlich verwildert aus. Flut der Dunkelheit. Okay, ich glaube, hier können wir nicht hin und ich glaube auch nicht, dass wir hier Hilfe erwarten dürften.
Aber wir hätten zumindest mal einen Unterschlupf, ne? Verschobene Formen. Alter, Licht. Zivilisation. Möglicherweise Hilfe. Hallo? Oh, Gott sei Dank, ich... Oh, okay, Oh, ey, ich will keinen Ärger. Welle des Terrors. Oh, shit. Hey, Jungs. Okay, kein Grund durchzudrehen. Zeig mir den Terror. Wow. Alter. Das ist gar nicht gut. Boah, die jagen mich hier wie ein Tier. Alter, was sind das für Freaks? Was ist das für eine Sekte? Wow. Ja Gott. Hemming. Schlagt ihm auf den Hinterkopf! Und das nicht! Oder was auch immer! Reißt ihn das her! Was zum... Ed, los! Lauf! Hey, Kleine. Wie geht's dir? Alles okay, Mama. Und dir? Diese Dienstreise dauert doch etwas länger. Tut mir leid, dass ich so oft weg bin, Logan. Ach du meine Güte, Mama. Die Morde sind doch nicht deine Schuld. Was ist passiert? Alles für die Arbeit. Ja. Papa und ich haben uns hier nur die letzte Episode von Night Springs angesehen. Mama, sie ist so gut. Keine Spoiler. Na dann, viel Spaß mit der Serie, die wir eigentlich gemeinsam ansehen wollten. Ich hab euch lieb. Das hast du davon, wenn du ständig auf Dienstreise bist. Wir dich auch. Und grüß Casey. Sag ihm, er soll nicht so viel grübeln. Logan! Das werd ich. Tschüss, Kleine. Logan meint, lass den Kopf nicht hängen. Freches Kind. Ich frage mich, woher sie das hat. Es kann kein Zufall sein, dass eine Leiche auftaucht, sobald wir in die Stadt kommen. Ich habe das Gefühl, der Killer will uns was sagen. Ich bin froh, dass Sie mit mir an diesem Fall arbeiten. Ist genau Ihr Ding. Sie sollten das anleiten. Ich unterstütze Sie. Okay. Irgendwelche Tipps? Nichts, das jemanden aufmuntern würde. Da wären wir. Cauldron Lake. Gehen wir an die Arbeit. Hm.
Eigentlich hätte schon jemand kommen und uns den Tatort zeigen sollen. Das Auto ist da, aber wo ist der Sheriff? Von einem Bären? Ich sehe mir die Karte an. Return One. Einladung. Sam Lake, Mr. Max Payne, zumindest im ersten Teil. Sollten wir uns merken, bevor uns die Bäume verschlingen. Du wolltest doch, dass wir tauschen. Ich glaube, ich höre jemanden. Ich bestimmt nicht noch könnte unser darunter. Deputy sein. Ich kann nachsehen. Hör auf zu jammern, Thornton. Ich bin jetzt hier oben. Hey, hier drüben. Das ist unser Mann. Hallöchen. Agent Casey, stimmt's? Sheriff Breaker meinte, sie würden kommen und den Fall übernehmen. Nicht ganz. Anderson? Saga Anderson. Ich leite diesen Fall. Mein Partner Alex Casey kennen Sie wohl bereits. Ja, bitte verzeihen Sie, Ma'am. Ich bin Deputy Mulligan. Ich dachte nur, dass... Wann tauchen die Agenten endlich auf, Mulligan? Die Bundesbeamten sind doch hier, Thornton. Mein Partner Thornton ist unten beim Tatort. Er ist nicht der Hellste, wenn du verstehst, was ich meine. Sie sind hier? Wie meinst du das? Sind sie mit dir gekommen? Die haben mich doch nicht gehört, oder? Was können Sie uns über den Tatort sagen? Erzähl ihnen vom Herz. Ich war gerade dabei, Thornton. Wie es aussieht, befinden sich einige Organe aktuell außerhalb des Opfers, obwohl sie eigentlich, naja, innerhalb sein sollten. Gab es irgendwelche Zeugen? Ja, ein paar Auswärtige. Ich frage mich, was sie nachts im Wald zu suchen hatten. Ich erwähne die Städter. Ziemlich verdächtig. Nicht, dass wir etwas gegen Städter hätten. Stimmt's, Thornton? Aber keine Sorge. Sheriff Breaker hat sie in die Stadt zurückgebracht. Ich will die Leiche sehen. Wie kommen wir hin? Oh, natürlich, ganz einfach. Einfach durchs Loch im Zaun, dann den Hügel runter zum See auf der Rückseite des alten Gemischtwarenladens. Kann man nicht verfehlen. Seit das Gebiet eingezäunt wurde, ist alles geschlossen. Der Laden, der Campingplatz, alles. Mulligan, sag ihnen, dass ich hier warte. Ich führe sie herum. Schon gut, Thornton. Okay, ich schaue mich mal ganz kurz hier drüben um. Mein Gespür sagt mir, wir müssen uns die Gegend ganz genau ansehen. Sind sie weg? Diese verdammten Auswärtigen. Wir könnten das selbst regeln, wenn sie sich einfach raushalten würden. Sie sind alle gleich. Halt's Maul, Thornton. Sie können dich noch immer hören. Ich meine ja nur. Normalerweise bin ich ein ruhiger Mensch. Ich mache dreimal die Woche Yoga. Aber diese verdammten Stadtmenschen glauben immer, sie wüssten alles besser. Das geht mir echt auf die Nerven. Halt's Maul. Halt's ich muss Maul, zum Tatort. Maul. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Thornton und Bevor Mulligan. Bevor wir zum Tatort ankommen, haben wir Zeit für die bisherigen Fakten. Ich möchte auf keinen Fall etwas übersehen. Jetzt schon irgendwie dick und doof. Du kannst auf die Falltafel im Gedankenraum zugreifen. Der Gedankenraum. Meine Version der Gedächtnispalasttechnik. Um die Hinweise zu sichten. Und den Fall zu lösen. Ich baue den Gedankenraum für jeden Fall auf und nutze jede Außenstelle als Modell in meinem Kopf. Die Fakten stehen auf der Tafel. Okay, wenn man sowas kann, ist schon ziemlich krass, ne? Alles, was wir über die bisherigen Morde wissen. Ich sollte nochmal nachsehen. Die Falltafel ist eine Mentaltechnik, die Saga erlaubt, Hinweise zu analysieren und mit der Untersuchung voranzukommen. Okay, wir können uns hier jetzt bewegen und uns die Hinweise ansehen. Schauen wir mal rein. Du kannst jetzt die Falltafel verwenden oder sie mit B verlassen. Die Morde am Cauldron Lake. In der Stadt Bright Falls hat sich eine Mordserie ereignet. Die Suche nach den Zusammenhängen wird uns bei der Suche nach dem Mörder helfen.
Gut, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Opfer. Jedes Opfer wurde 2010 als vermisst gemeldet. 2010 ist das Jahr, in dem Alan Wake 1 spielt. Keine anderen Gemeinsamkeiten. Das Opfer wurde 2010 als vermisst gemeldet. Es wurde 2012 entdeckt, in einem Erdloch begraben. Ted Lane, Zahnarzt, Stichwunde aufgebläht, Blutergüsse auf Handgelenken. Dann Wendy Davis, Lehrerin, aufgebläht, große Wunde an der Brust. 2018 im Cauldron Lake gefunden, einige Organe fehlen. Raubtiere, der Zustand des Körpers passt nicht zu den 8 Jahren, die er in einem See verbracht haben soll. Und Percy Wolf, Ladenbesitzer, Blutergüsse, Herz entfernt, seltsame Tattoos. Vor 2 Wochen gefunden, Todesursache war die Wunde auf der Brust, die Leiche war mit unleserlichen Tattoos übersät. Die Mordmethode, geringer Unterschied bei den Morden, Aufblähung ist die einzige Gemeinsamkeit der Leichen, aber nicht die Todesursache, Thoraxtrauma, Wassereinwirkung nach, kann man das irgendwie aufklappen, anscheinend nicht. Flecken auf Handgelenk und Beinen, 2 der Opfer hatten blaue Flecken, wurden sie gefesselt oder festgeschnallt? Tiefer Schnitt in der Brust, Herz fehlt, das letzte Opfer starb an einem schweren Thoraxtrauma, genau wie das Opfer 2018, aufgrund des Zustandes der Leiche, schwer zu sagen. Alle Leichen wiesen Blähungen auf. Der aufgeblähte Leichnam deutet auf Ertrinken hin, doch nur ein Opfer wurde im Wasser gefunden. Profil des Mörders. Postmortem-Tätowierung der Leiche. Opfer Nummer 3 war mit unkenntlichen Tätowierungen übersät. Vielleicht eine Botschaft des Mörders oder seiner Kunst? Die Mordopfer haben keine erkennbaren Gemeinsamkeiten. Abgesehen davon, dass alle Opfer 2010 verschwanden, haben sie nichts gemeinsam. Und zu guter Letzt, das Thoraxtrauma ähnelt den Wunden einer Tierschlachtung. Der Mörder könnte ein Sportler oder Jäger sein. Ah, Sie sind schon fleißig bei der Arbeit, Anderson. Kurz vor dem Durchbruch? Wir fangen gerade erst an. Gehen wir den Hügel runter zum Tatort. Na, so bin ich. Immer am Arbeiten. In meinem Gedankenpalast. Hey, Casey. Sie überlassen mir die Führung. Warum jetzt? Sie sind ein besserer Detektiv als ich, Anderson. Sie haben Fälle geknackt, die unlösbar für uns waren. Ich möchte Sie nicht runterziehen. Haben Sie vor, in Pension zu gehen? Sie wissen doch, was mit Cops bei Ihrem letzten Fall passiert. Sehr witzig, Anderson. Anderson, über sowas macht man keine Sprüche. Bright Falls Record. Chaos am Cauldron Lake. Randale in den Ferienhäusern. Ein Unbekannter greift Urlauber mitten in der Nacht am Sonntag an. Ein gemütlicher Abend mit Grillen und Angeln wurde am Samstag jäh gestört, als ein unbekannter Angreifer die Parkbesucher überfiel und in den Hütten für Chaos und Zerstörung sorgte. Bei dem Vorfall wurden 3 Personen verletzt, von denen eine in das örtliche Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Polizei von Bright Falls hat noch keine offizielle Erklärung abgegeben, ob der Angreifer noch auf freiem Fuß ist, und die Einwohner sind im Ungewissen. Die Zeugen des Verbrechens waren deutlich erschüttert. Einer von ihnen sagte, gerade haben wir noch gelacht und Marshmallows gegrillt und im nächsten Moment hörten wir Schreie aus den Hütten. Wir wussten nicht, was los war, also riefen wir die Polizei und rannten in die Gegenrichtung, sagte Kurt Mill. Ein anderer Augenzeuge, der anonym bleiben möchte, meinte, es war, als wäre er aus dem Nichts aufgetaucht. Plötzlich fängt mein Hund an zu bellen und dieser Psycho kommt durch die Bäume gerannt. Ich glaube nicht, dass ich mich im Wald jemals wieder sicher fühlen werde. Ein Vertreter der Ferienhausvermietung, der anonym bleiben wollte, erinnert die Kunden daran, wenn Sie vorhaben, in diesem Sommer in unseren schönen Hütten zu übernachten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, da wir möglicherweise einige Reservierungen aufgrund des Zustandes der Hütte, die Sie bei uns gemietet haben, umdisponieren müssen. Der Vertreter wies künftige und mögliche Gäste auf die wundervolle Einrichtung hin, die in den Broschüren des Betriebs und auf der Website zu finden sind. Das ist wirklich schön, auf dem neuesten Stand der Technik. Mein Neffe hat sie erstellt und er ist ein echtes Computergenie. Hält eine Wanderung am Tag die Depression fern?
Es ist zwar ein sonniger Julitag, aber es ist nie zu früh, sich Gedanken über die düsteren Herbstmonate zu machen. Denn wenn man das große Ganze betrachtet, stehen diese todtraurigen Tage praktisch schon vor der Tür. Haben Sie schon Vitamin D getankt? Wahrscheinlich nicht. Aber für alle, die denken, es muss doch einen anderen Weg geben, gibt es gute Nachrichten. Wandern ist erwiesenermaßen unglaublich gut für das mentale und emotionale Wohlbefinden. Also gehen Sie raus und werden Sie aktiv. Vergessen Sie dabei nur nicht Ihre Taschenlampe, falls es dunkel wird. Bright Falls eigene virtuelle Backmeisterin. Die ganze Familie der kleinen Sally Upton brach in Jubel aus, als sie an diesem Wochenende das große Spiel gewann. Hat sie Fußball gespielt? Tennis? Nein. In dieser schönen neuen Welt, in der wir leben, feuerte sie ihre Familie bei den Spielen an, das nur auf der Datenautobahn existiert. Der Titel des Spiels lautet Mega Backing Star, bei dem Spieler versuchen, die leckersten Naschereien und süßesten Speisen für die virtuellen Preisrichter online zuzubereiten. Bright Falls möchte Sally zu ihrem großen Gewinn gratulieren. Vermisster Dobermann auf Wanderweg gefunden. Ein herzliches Wiedersehen gab es am Wochenende, als Mrs. Amanda Smith mit ihrem geliebten Hund Coffee Bean wiedervereint wurde. CB, wie ihn seine Besitzerin nennt, war seit 3 Tagen verschwunden und Mrs. Smith hatte Angst, dass sie ihren besten Freund nie wiedersehen würde. Als ich den Anruf erhielt, traute ich meinen Ohren nicht, sagte sie. Ich muss mindestens 7 oder 8 Mal gefragt haben, ob das ein Traum war. Es war sogar 9 Mal, bestätigte Ranger Stevenson, der Mann, der die Suche nach dem entlaufenen Hund geleitet hatte. Es ist selten, dass man solche Notrufe erhält, und ich bin sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit dazu hatte, bei der Suche mitzuwirken. Bei all den Raubtieren da draußen muss man den Leuten normalerweise sagen, dass man ihre Hunde tot aufgefunden hat, dass ihre Katzen aufgefressen wurden, und genau deshalb war es so schön, gute Nachrichten zu überbringen. Auch wenn Coffee Bean in einem ziemlich schlechten Zustand ist, das Fell wird sicher wieder nachwachsen, aber naja, ich denke, das ist alles, was ich dazu sagen sollte. So, ich bin auf dem neuesten Stand, eine 13 Jahre alte Zeitung durchgelesen. Das ist echte Detektivarbeit. So, dann joggen wir mal runter zur Leiche, ne? Wir wollen ja Fortschritte hier. Nicht wahr, Mr. FBI? Keine Treppe. Springen ist doch kein Problem. So alt bin ich. So alt bin ich auch nicht. Nicht meinen Satz zu Ende kannst du bringen. Alter Mann. Senioren-Bashing. Mirror Peak, noch mehr zu lesen. Der majestätische Berg. In der Ferne ist der Mirror Peak, das Wahrzeichen oberhalb des Cauldron Lakes. Aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet, spiegelt sich seine Schönheit auf der ruhigen Oberfläche des Sees in seiner ganzen verkehrten Pracht wieder. Ja, sehr viele Sachen, die man besser versteht, wenn man Alan Wake 1 kennt. Auch das Geheimnis des Cauldron Lakes. Verdammte Natur. Mein Schädel brummt. Zu viel Frischluft. Bah, widerlich. Frische Luft, sowas ekelhaftes Natur. Ich sehe mir kurz was an. Bin gleich wieder zurück. Okay. Gehört alles vernichtet, alles niedergebrannt hier. Ja, die Gegend ist komplett verwildert. Kein Zutritt für niemanden mehr. Mortar Falls. Dieses gewaltige Naturereignis weckt den Geist genauso wie die Natur in der Umgebung. Das aufgewühlte, brodelnde Wasser am Fuße des Wasserfalls ähnelt einem Mörser und Stößel, wie ihn die Hexe von Cauldron Lake benutzt haben soll, um durch den nächtlichen Himmel zu fliegen. Auf einem Stößel? Was ist mit Besen? Sind die nicht mehr cool? Ist das eine Kinder-Lunchbox? Die rituell angerichtet wurde? Eine Alex Casey Film-Lunchbox. Casey hasst diese ständigen Witze darüber, dass er zufällig denselben Namen hat wie ein falscher Detektiv. Casey hasst diese miesen Noir-Bücher. Aber die Filme hasst er richtig. Manuskriptfragmente. Mein Papa sagt immer, wenn es hart auf hart kommt, dann legen die Starken los. Nicht sicher, wo die Starken loslegen, aber vielleicht findest du es inspirierend. Manuskriptfragmente werden verwendet, um Waffen
im Gedankenraum zu verbessern. Ich finde den Gedankenraum richtig cool. Also dieser Übergang auch, ne? Fließend bist du in diesem Gedankenraum drin, was ja dein Hub ist für Aufträge, Waffenverbesserungen und für deinen Charakter. Hat schon Stil. Haben Sie sich verlaufen, Anderson? Kein schlechter Ort für einen Mord. Wenn man zurück zur Natur möchte. Mist. Hätte einen Schirm mitbringen sollen. Ich mag Regen. Das Einzige hier, das sich wie zu Hause anfühlt. Ob die Polizei daran dachte, eine Plane aufzuspannen? Dann geht der nächste Kaffee auf mich. Soll ich's klarer sagen, Mulligan? Natürlich hat jemanden wie Mulligan oder Thornton niemals eine Plane aufgestellt. Viel zu inkompetent. Hey! Deputy Thornton, nehme ich an. Das bin ich, zu Ihren Diensten und bereit, den Fall zu lösen. Die Leiche liegt hinter dem Laden. Kommen Sie, ich zeige sie Ihnen. Sie sind also vom FBI. Das ist cool. Sie machen Jagd auf Serienmörder und liefern sich Schießereien mit dem Mob. Und die UFO-Vertuschungen. Die gibt es wirklich? Sucht ihr noch Leute? Sehen wir uns die Leiche an, ja? Jungs, ich gehe mal ganz kurz noch hier rein, wenn's okay ist. Mein Gefühl sagt mir, hier gibt's auch noch irgendwas Wichtiges. Was haben wir denn hier? Na, siehst du schon der erste Hinweis. Hier hat irgendjemand gezockt. Die Zeit totgeschlagen. Alles wurde von jetzt auf gleich verlassen, zurückgelassen. Klar. Perfekt für irgendwelche Plünderungen. Solche Läden werden natürlich leergeräumt. Eine Notiz, handschriftlich, Montag, 3.9., verdächtige Aktivitäten entdeckt. Der Melder glaubte, eine Bewegung im Gebüsch gesehen zu haben. Es wurden Fußspuren in der Gegend gefunden, aber einige wurden vom Melder beschädigt. Anmerkung für mich, den Melder besser ausbilden. Dienstag, nichts zu berichten, ein paar Tiere wie immer. Nachts sind Jäger unterwegs, Wilderer, ich habe ein paar Schüsse gehört, nicht von uns. Wir müssen ein Auge auf diese Leute haben, sonst erleben sie noch ihr blaues Wunder. Okay, irgendjemand hat hier alles genau beobachtet und akribisch aufgeschrieben. So, und wo ist jetzt die Leiche? Da geht's auch noch irgendwo runter. Da hinten liegt unser Mann. Es sieht aus wie ein Ritual, ne? Hier wurde der Mord begangen. Er lag auf dem Tisch. Wir haben nichts angefasst. Sie wissen schon, die Vorschriften und so. Danke, Deputy. Keine Plane. Sie schulden mir einen Kaffee. Okay. Untersuchen wir zuerst unseren Ehrengast. Passt das zu den Mustern der vorherigen Morde? Natürlich keine Plane. Was denn auch sonst? Die Leiche liegt auf dem Tisch. Wie bei einem Ritual. Du hast dein erstes Schlüsselbild freigeschaltet. Platziere es auf der Falltafel im Gedankenraum. So, ein Schlüsselbild. Noch damit. Eine Leiche taucht auf, als wir in die Stadt kommen. Zufall? Eröffnen wir einen neuen Fall. Und eine neue Frage. Im Wald in der Nähe von Bright Falls wurde eine weitere Leiche entdeckt. Perfektes Timing. Ich muss herausfinden, ob der Fall mit den Morden in Verbindung steht, die wir untersuchen. Okay, hier sehen wir, was wir machen müssen. Blutergüsse von den Gurten, mit denen er gefesselt wurde. Hab das Herz. Inzidente Stichwunde. Brustkorb aufgeschnitten, Herz entfernt. Okay, wir haben jetzt neue Hinweise. Und die müssen wir jetzt hier rantackern. Und die Gurte.
Herz aus Brust entfernt. An Handgelenken festgebunden. Passt definitiv zu den anderen Morden. Doch diesmal wurden Herz und Fesseln zurückgelassen. Alles weitere Hinweise. Damit wissen wir nun von 4 Morden. Die Hinweise haben die offene Frage gelöst und eine Schlussfolgerung freigeschaltet. Im Laufe der Untersuchung werden neue Fragen freigeschaltet, die deine Ziele aktualisieren. So, jetzt muss ich rausfinden, wer der Mörder ist und wer das Opfer ist. Wer ist unser Opfer? Wer tötete ihn? Wir müssen mehr Hinweise finden. Auf dem Tisch ist viel Blut zu sehen. Das Opfer ist hier gestorben. Es waren mehrere Leute hier. Mehrere Killer? Okay, was haben wir hier? Eine Kühlbox und Bier. Jemand hat hier Bier getrunken. Hat offenbar gewartet. Und ein umgestoßenes Stativ. Jemand musste schnell weg. Und warf dabei das Stativ um. War es für eine Kamera? Tja, sie wurden ja gestört durch irgendwelche Städter. Na gut, wie der Fall weitergeht in der nächsten Folge. Ich bin gespannt. Ich hoffe ihr auch. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.